So, Ladescreen. Natürlich wieder mit am Start. Darf nicht fehlen. Da ist die maulende Myrte. Nein, nein, Myrte. Ich wollte ihm nur zeigen, wie nett du es hier hast. Ich wünschte, die Leute würden aufhören, meine Ruhe zu stören. Ich habe auch Gefühle, obwohl ich tot bin. Wie lautet dein Plan, Hermine? Wir müssen herausfinden, wer der Erbe Slytherins ist, der alle Kinder aus nicht-magischen Familien aus Hogwarts vertreiben will. Ich bin es nicht, hoffe ich zumindest. Meinst du, ist es Draco? Wenn er es ist, wie könnten wir es beweisen? Einer von uns muss Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er bemerkt, dass wir es sind. Genau das habe ich mir auch gedacht. Deshalb mixe ich auch den Vielsafttrank. Den Vielsafttrank? Er verwandelt einen in jemand anderen. Einer von uns könnte sich in einen Slytherin verwandeln. Und Malfoy würde vielleicht alles ausplaudern. Ich habe Goyle im Verwandlungsunterricht ein Haar geklaut und es in den Trank gemischt. Ein Schluck und du siehst aus wie Goyle. Oh, klasse. Na dann. Kipp weg die Scheiße. Oh. Harry, bist du okay? Ja, alles klar. Versuch, Malfoy zu finden. Er treibt sich jetzt sicher in den Kerkern rum. Gibt's hier irgendwas? Naja, immerhin hat sie zumindest den Vielsafttrank fertig. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir noch Sachen dass wir die ganzen Sachen noch klauen müssen irgendwie. Das stimmt. Also wirklich irgendwo ein Haar oder whatever erstmal so klauen. Ein Kerker. Wie kommen wir jetzt zum Kerker? Wo ist der Kerker? Da unten. Und tschüss, Bird. Als ob ihr schon wieder lebt. Als ob ich jetzt nicht an diese Bohnen rankomme. Und runter. Erster Stock. Erdgeschoss. Könnte wie so eine Fahrstuhlansage eigentlich sein. Erster Stock. Erdgeschoss. Oh. Und bestimmt unten rechts. Ich finde das gut, dass wir auch durch den Vielsafttrank nicht nur uns optisch verändert haben, sondern auch... Oh, hi. Machst du mir Schaden bestimmt, oder? Ich würde sagen, nur vielleicht, vielleicht nicht. Ich will es nicht riskieren. Öffnen. Geh hier rein. Ja, das sieht auf jeden Fall wie Kerker aus, ja. Könnte richtig sein. Links, rechts, geradeaus. Was bist du? Nichts. Ah, du siehst... Das sah gerade aus wie irgendwas, ne? Ja? Oh. Es ist ja schon wie eine Dopp. Laufen hier welche? Da hinten ja, läuft da eine. Hinten. Da läuft auch noch einer. Ah, Goyle. Oh Gott. Wusstest du schon, dass Draco dich sucht? Als ob? Draco, also du darfst scheinbar. Goyle, wusstest du schon, dass Draco dich sucht? Nö. Hi. Wo ist er denn? Los, komm rüber, Dickerchen. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Sorry. Dickerchen hat ein bisschen Orientierungsprobleme. Hi. Reden. Es wundert mich, dass der Tagesprophet noch nichts über die Angriffe gebracht hat. Dumbledore will bestimmt alles vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Vater hat schon immer gesagt, Dumbledore sei das Schlimmste, was dieser Schule passieren konnte. Er mag diese Nicht-Magier. Ein anständiger Schulleiter hätte nie diese hochnäsige Schlammblüterin Granger zugelassen. Und der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist noch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wüsste ich nur, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Ich wette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco, ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja genau, zum Krankenflügel.
Ich habe Bauchschmerzen. Ich muss mir Arznei holen. Beeil dich lieber, bevor dein dicker Bauch noch platzt. Nett. Ich mach besser, dass ich hier rauskomme. Ach, jetzt bin ich wieder Harry. Naja, macht so keinen Sinn, aber gut. Zutritt verboten, Harry. 10 Strafpunkte für Gryffindor. So ist Mr. Schlink weiterhin vor dir. Ja gut. Lass mich raten, du fängst jetzt nicht auf der richtigen Seite an. Ich fange wieder da an, wo ich war. Und war, wo kam der Dude auf einmal her? Ich weiß es nicht. Da. Ist auch echt schwer zu erkennen. Ich mache mich besser auf den Weg zur Toilette der maulenden Myrte. Spiel dran. Schnell. Hey. Tschüssi. Sehr schön. Aber der Trank hat aber nicht wirklich lang gehalten. Nee, gar nicht. Der kommt einfach mal entspannt aus der Wand. Immerhin nur 10 Punkte, nicht wie beim letzten Mal 40 oder was es war. Nee, 15 oder 20. Glaube ich, waren es. Nee, 30 waren es, glaube ich, sogar. Irgendwie. Waren ultra viele auf jeden Fall. So, und wo soll ich jetzt hin? Maulende Myrte. Also zweiter Stock Mädchenklo. Genau, Tür rein, linke Tür. Oder erste Tür links, kann man auch sagen. Was? Nee, zweite Tür. Nee, erst also zweiten Stock und zweiter dann erste Stock Tür und dann links. Durch die Tür, linke Tür. Durch die Tür, linke Tür. Da. Gucken, was die Hermine schon hier will von uns. Und Malfoy ist nicht der Erbe Slytherins. Aber wer könnte es denn sonst sein? Keine Ahnung. Es muss jemand sein, der vor 50 Jahren in Hogwarts war, als die Kammer das letzte Mal geöffnet wurde. Das hast du gut hingekriegt, Harry. Wir sehen uns morgen früh. Nacht, Harry. Hast du toll gemacht. So, ich verzisch mich. Tja. Schlafen gehen. Schlaf gut. Und tschüss. So, jetzt hat Schlenk mehr Punkte. Ja. Außer Schlenk kriegt auch wieder Abzug. Das sind aber 9 Punkte gewesen nur. Wer hat diesen einen Punkt? Hufflepuff. Hat sich nicht verändern. Ravenclaw. Einen Punkt dazu gekriegt. Schlenk. Slytherin. Ah, Mensch. Kriegen 12 ab. Das heißt, 224 oder 25, was waren das jetzt? Wir haben 25. 25. Nee, 26 haben wir sogar. Unser Hase rastet aus, der gräbt schon hier seinen Stall um. Deswegen auch immer, schon hier Langeweile, der Hops und Pops. Hallo Ron, was haben wir heute als erstes? Zauberkunst mit Flitwick. Wir sehen uns im zweiten Stock. Schon wieder im zweiten. Na gut. Naja. Auf zum zweiten Stock. Muss ja auch sein. Aber dass er nicht weiß, was er hat, Alter. Ich dachte, er ist so schlau. Oder ist er einfach nicht so schlau und er hat einfach die Gabe. Ich glaube, der hat einfach nur die Gabe. Der tut einfach nur schlau. Möglich. Nee. Dumm. Gut, gespeichert habe ich ja eigentlich erst gerade. Ja. Brauche ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann hier mal. Hey, du hast mal 10 Punkte, du bist mal zweistellig. Die Frage ist, wie lange noch? Ich habe gleich wieder Unterricht. 12 Bohnen. Bibliothek war auch zweiter Stock, oder? Dann gehe ich da jetzt mal den Trank auffüllen, bevor ich jetzt wieder... Na genau, zweiter ganz hinten, glaube ich. Irgendwo. Dritter Stock. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zweiter Stock. Zauberkünste und Bibliothek. Wo bist du hin? Ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Entschuldigung! Ich glaube daran, dass wir irgendwann noch was dort kaufen können. Ja, glaube ich nicht. Doch, doch.
Der Glaube ist stark. Da, Bibliothek am Bau. Ja, und jetzt sollte ich hier ja einfach durchlatschen können. Ja gut, ja, weil es Tag ist. Sollte es eigentlich nichts dagegen haben. Na, siehst du. Warum macht er nicht alles über den Tag und mit seinem Tarnumhang dann in die verbotenen Dinger rein? Weil er kompliziert ist. Ja, wahrscheinlich. Hi. Ich habe eine Mission. Ich will hier zum Beispiel auch mal da gucken, was hier so ist. Mission. Trank aufmachen. Ja, Trank aufhören. Das endet doch gleich wieder nicht gut. Na, Glück gehabt. Eine Karte. Naja. Wir können mal gleich kurz. Nummer 9. Gunhilda von Gorsmoor. Folio Maggi. Dich brauche ich gleich. Au! Och, und da sind die ganzen wieder weg. Kirschgeschmack, oh ja. Uiuiui. Und Musengeschmack. Ey, willst mich verarschen. Bananengeschmack. Dann Frosch. Dich brauche ich jetzt nicht, du Vogel. Schokoladenfrosch, naja. Da einmal den Staub in den Sliver. Und wieder so ein Frosch. Warum kann er nicht einfach den Frosch mitnehmen? Weiß ich nicht. Vor allem eigentlich sieht man doch, was da drin ist. Oh Gott. Nee, hier sind nur Geister. Ja, zum Glück gibt es keinen Schaden. Ja, wenn du da in der Animation drin bist. Ja, in der Animation drin bist. Ja, das wäre wirklich frech. Schon. Danke, tschüss. Ciao. Den Rest habe ich hier ja eigentlich schon durchgeguckt. Das letzte Mal, wo ich auf der Suche nach dem anderen Scheiß war. Ah, hier oben ist ja der Trank. Jo. Vor allem, warum ist der Trank so abgelegen? Das macht auch so keinen Sinn. Ach, keine Ahnung. Frag mich nicht. Vor allem, alle Flächen sind voll. Ich habe genau eins. Ja. Was du von mir willst. Das weiß man nicht so wirklich. Der gute Hasenhops. Noch irgendwas Interessantes hier? Ein zweites Fläschchen vielleicht. Tja. Das ist uns nicht gegönnt. Nee. Nee. Nada niente. Weiter geht's. Naja. Auf zum... Also wir sind ja im zweiten Stock, stimmt. Einmal zum Unterrichtsraum. Auf und davon. Alter, was ist mit euch los? Incendio. Jetzt kann man den Leuten Feuer unterm Arsch machen. Was denn? Ja, da fällt mir gerade nur den Mario ein. Hier lernen wir den Glockenblumenflammenzauber. Der richtige Name für diesen Zauber ist eigentlich Incendio. Seht ihr den Spalt in der Wand? Dahinter ist die Incendio-Herausforderung. Harry, kommst du bitte nach vorn? Das Incendio-Buch befindet sich auf der anderen Seite des Spaltes. Hol es und du beherrschst den Zauber. Komm dann nach hier zurück. Hast du alles verstanden, Harry? Ja, Professor. Gut, dann mach dich mal an die Arbeit. Klingt aber auch motiviert. Ja. Ja, Professor. Vor allem, wenn er wieder zurückkommen soll mit dem Buch, was machen denn die anderen? Ja, nichts. Kriegen alles geschenkt. Tja.